Hallo Leute, hier ist SNSB und heute zeige ich euch ein Video über meine Batman Customs. Ja, also Lego Star Wars mache ich nicht mehr. Ich bin jetzt eher so zu Lego Batman und so weiter umgestiegen, weil ich fand das einfach besser. Ja, ich habe jetzt ein paar Customs, die ich euch mal zeige. Ja, fangen wir mal an. Mit Bruce Wayne. Ist halt nicht viel Besonderes drin, einfach nur Bruce Wayne. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist. Alfred. Anzug und hier dieses Ding, dieses Tablett mit so einem Becher drauf. Ja. Nächstes, das hier ist Harvey Dent. Der ist jetzt auch nicht so gut. Ja, ich habe halt nicht immer die passenden Gesichter. Das ist das einzige Problem. Ja, auch der Anzug, die blonden Haare. So, dann kommen wir jetzt zu einem Custom, der kommt halt bei Lego Batman 1 vor, also bei dem Videospiel. Also Man-Bat, der ist natürlich jetzt nicht perfekt geworden. Ist eher so, sag ich mal, die Entstehung von Man-Bat. Also menschliche Fledermaus, oder männliche, weiß ich jetzt nicht. Also hier hat der Mensch die Zähne, dann die Augen. Ja, dann hier sind noch diese so Ohren und die Haare. Dann hier ist noch das Hemd und die Hose, auch da schon das ganze Fell. Dann ist der braun hier hinten, Miniflügel. Der hat ja eigentlich größere Flügel, nur der hat jetzt Miniflügel, ist ja auch hier die Entstehung von Man-Bat sozusagen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Custom. Catwoman. Müsste ich eigentlich kennen. Ja, ganz normal. The Catwoman. Dann hier die Peitsche. Ja. Dann nächstes Custom. Das ist jetzt auch wieder vom Videospiel Batman 1. Scarecrow, der ist beim Film, sieht der eigentlich total anders aus. Da hat der ja so eine, sag ich mal, Kartoffelsackmaske oder so. Auf jeden Fall hat er dann so eine Maske, aber beim Videospiel sieht der ungefähr so aus. Hier dann diese Gasbomben hält der in der Hand. Dann, also wie eine Vogelscheuche. Ja, das waren sie auch eigentlich. Nur jetzt kommt noch eins, das ist halt noch nicht ganz fertig. Der Joker, wie man auch eigentlich erkennen kann. Der weiße Kopf, da muss ich noch das Gesicht drauf malen. Die Haare, die sind vom Kanzler aus Lego Star Wars. Ja, die male ich auch noch grün, hatte ich jetzt keine Gelegenheit zu. Ja, dann halt der typische Anzug von dem, dieser lilane. Der ist jetzt von Lego Space Police. Weil ich hatte jetzt keinen anderen lila Anzug. Ich hätte einfach den genommen. Ja, und dann mein eigener erfundener Superheld. Der hat halt noch keinen Namen. Ich finde keinen Namen für den. Der sieht so aus. Dann hat er hinten so einen Schlagstock dran. Und wo habe ich das jetzt? Genau hier hat er so ein, sag ich mal, Surfboard, womit er in der Luft fliegen kann. Und so sieht das aus. Damit kann er fliegen. Ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr das Video findet und die Customs. Ja. Und dann schreibt mir auch mal noch in die Kommentare, überlegt euch mal Namen und dann schreibt mir die einfach und dann gucke ich mal, welchen Namen ich nehmen kann.
Weil der hat halt, wie gesagt, noch keinen Namen. Vielleicht fallen euch irgendwelche Namen ein. Ja gut, vergesst nicht kommentieren und abonnieren. Ja, dann ciao und bis zum nächsten Video.